Hallo Leute und willkommen hier beim Bau der USS Enterprise und ich habe sehr gute Nachrichten. Sie ist fertig. Ja, die Yellow Prize ist fertig. Die habe ich einfach mal selbst entworfen. Wer die Baupläne haben will, schickt mir einfach seine Transporter-Koordinaten an captainmike@sternenflotte.space und dann bekommt ihr die zugeschickt und bitte legt noch einen halben Barren Platinum als Versandkosten mit dazu. Ach, ist doch super geworden, oder? Ja, fantastisch. Aber dennoch würde ich sagen, bauen wir noch hier an dieser schnöden Megablocks Enterprise ein bisschen weiter rum, denn die ist ja auch noch so ganz fertig nicht. Aktueller Stand. Ja, die untere Partie ist soweit durch. Vorne fehlt noch ein bisschen was. Aber wir beginnen heute auf Seite 50 der Bauanleitung mit dem Bau des Halses, der dann nachher hier oben durchgeführt wird, bis runter in die Basis, damit alles stabil drauf steht. Ja, und ich denke, da werden wir jetzt einiges an Platten verbauen in unserem Enterprise Plattenbau. Na dann los. Zwei Dinge machen mir etwas Sorgen. Nummer eins, mein Daumen, den drückt man sicher hier wirklich kaputt. Schaut mal, wie der aussieht. Also wirklich arg derangiert. Und zum Zweiten habe ich hier schon mal das Teil vom Hals jetzt gebaut. Also hier lauter Platten, die mit diesen doppelseitig benoppten 2x2er-Steinen zusammengepackt wurden hauptsächlich. Und die gehen auch gut zu verbauen, hier diese blauen und die schwarzen. Aber hier diese Zweiersteine und vor allem diese runden Einer hier, meine Güte, also die muss man richtig ja, mit viel Kraft rein überreden, dass die da wirklich ihren Platz finden. Und schaut mal her, wir haben, Moment, ich drehe es so, dann kann man es besser sehen. Ja, die Platten haben sich verzogen, wie das so oft der Fall ist bei, Nicht-Lego-Herstellern. Aber ich bin mal noch der guten Hoffnung, dass wenn wir hier gleich die zweite Schicht oben auflegen werden, dass sich das Ganze dann nochmal gerade ziehen wird. Hoffentlich. Und dann können wir auch mit der Verkleidung anfangen, denn das Ganze muss ja noch schick aussehen. Aber ich sag's euch, der Daumen, der leidet hier wirklich. Also da drückt man wie so ein Bekloppter. Naja, weitermachen. Die eine Seite des Halses ist jetzt hier schon mit den Fliesen verkleidet. Hier kann man es schön sehen. Passt gut, gefällt mir. Aufdrucke passen gut. Teilweise habe ich hier leider ein paar Kratzerchen gefunden. Mal wieder hier in den schwarzen Teilen kann man es besonders sehen. Und auch hier ist leider ein Kratzer drin. Aber na gut, das bleibt halt nicht immer ganz aus. Was gut ist, jetzt wo alles so weit dran ist, ja, hat sich das Verzogene hier weitestgehend wieder gelegt. Also nur noch ein ganz kleines bisschen ist hier hinten dieser Part noch hochgebogen, aber ich denke mal, das wird kein großes Problem darstellen. Die andere Seite, die ist jetzt noch komplett noppig und wird jetzt genauso verkleidet, wie das hier schon der Fall war. Da hätten wir ihn fertig, den Hals der Enterprise. Beide Seiten mit Fliesen verkleidet, da wo es sein soll. Der Flex, also diese Biegung, die ich hier drin hatte, die ist komplett rausgegangen. Und das Teil ist mal wieder sehr massiv geworden, so wie das ganze Set hier. Und jetzt heißt es zusammensetzen. Deswegen habe ich hier schon die Basis stehen, den Rumpf und den Hals. Und das wird jetzt folgendermaßen hier zusammengeschoben. Erst einmal muss der Hals hier durchgeschoben werden. Ja, der kommt hier oben einmal rein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und wir schauen dann mal, ob hier auch das Ganze durchpasst. Ja, oh, es sitzt ja, stramm. Es sitzt auf jeden Fall stramm. Na, so geht's weiter. Man muss ein bisschen drücken hier bei einzelnen Fliesen, dass die auch noch mal hier das letzte Zehntel Millimeterchen dann reinrutschen. Na, komm her. Tja, und irgendwie, es ist wirklich feste drin. Irgendwie geht es nicht weiter als so. Also irgendwo habe ich hier was, ja, was blockieren an irgendeiner Stelle. Ich kann im Moment noch nicht sehen, wo, aber ich schaue es mir mal genauer an. So, jetzt hat es geklappt. Also, schwupps, so, komplett durch. Also wenn hier eine der Fliesen wirklich nur einen Müh zu weit hoch steht, dann ist das, als hätte man hier drin eine richtige Blockade. Aber naja, mit ein bisschen Gefummel, ein bisschen Gedrücke bekommt man es durch. So sieht es dann aus. Hier unten schaut es
dementsprechend raus, weil das hier in diese Halterung reinkommt. Aber hier haben wir dann wunderbar jetzt diesen Übergang von der unteren Partie in den Hals rein. Sieht echt schon schick aus. Und man kann schon jetzt etwas mehr erahnen, wie groß die Enterprise wird, denn hier kommt ja noch die ganze Untertassensektion dran. Das wird schon ein Riesending. So, aber jetzt erstmal hier noch in den Ständer rein. Auch da einfach aufsetzen, runterschieben und fertig. Da sitzt sie drauf und wenn man es hochnimmt, ja, da ist jetzt schon ordentlich Gewicht mit im Spiel. Sieht aber echt klasse aus. Gefällt mir super gut, das Set hier. Toll gemacht. Also Lego hätte das auf keinen Fall besser gemacht. Stellt euch vor, Lego hätte das Teil hier gebaut. Himmel, Himmel, Himmel. Was hätten wir hier Aufkleber verbauen müssen? Ja, da wird mir ja ganz gruselig, wenn ich dran denke. So, also die Enterprise sitzt auf ihrem Standfuß drauf. Das wäre geschafft. Und im nächsten Bauabschnitt, den schieben wir noch hinterher. Da kommt jetzt hier die Deflektorschüssel noch mit dran. Und wenn wir die angebaut haben, dann bekommen wir ein ganz wunderschönes Foto angezeigt, denn wir haben dann einen weiteren Abschnitt geschafft. Und mal wieder finde ich ein Teil nicht. Das hier ist die Art und Weise, wie die Deflektorschüssel zusammengesetzt wird. So ein kleines rundes Kupplungsstück, eine Hülse, hiervon was und dieser graue kleine Rundstab. Und genau den kann ich nirgendwo finden. Hier ist der Deflektor. Hier hinten haben wir dieses Aufsetzteil. Hier vorne die Hülse mit diesem kleinen Kugelkopf obendrauf. Und dann fehlt eben noch das Verbindungsteil. Ich kann es mal wieder nicht finden. Ich hoffe, es taucht noch irgendwo auf, denn das Einzige, was ich gefunden habe, ja, war das hier. Und das sieht ja eher so aus, als wäre das ein Gussteilüberbleibsel. Das kann ja wohl nicht hier das Teilchen sein. Will ich auf jeden Fall mal schwer hoffen. Ansonsten wäre das hier ja eine üble Qualität, sagen wir mal so. Also ich lasse die Deflektorschüssel erstmal noch ab und schau mal, ob dieser kleine Rundstab im Laufe des weiteren Baus noch auftaucht. Aber dennoch bin ich sehr zufrieden mit diesem Abschnitt. Die Enterprise steht schon mal vorne drauf. Denkt euch hier den Deflektor noch mit dazu. Schönes Set. Macht wirklich viel Spaß. Und dann schauen wir uns nochmal hier die schöne Grafik an. Die fertig zusammengebaute Lego Klemmbaustein Enterprise, immer dieses Lego. Und dann geht es weiter. Was haben wir hier? Wir kommen dann an Bauabschnitt Nummer 3. Dann werden wir hier und da wird dann die Untertassensektion gebaut. Hier kann man es sehen und danach fehlen dann nur noch die Warp-Gondeln. Also es geht ja jetzt hier recht flott voran, aber ich denke mal, diese Untertassensektion, man kann es hier schon sehen, das wird wieder ein Plattenarmageddon sondergleichen in aller Couleur werden. Zeit für die Untertassensektion, denn hier fehlt noch eine ganze Menge an der Enterprise. Also nicht lang schnacken, Platten packen und loslegen. Allzu viel zu zeigen gibt es zwar nicht, aber meine Daumen brauchen mal eine Pause. Denn das ist echt anstrengend, hier die ganzen Platten aufeinander zu drücken. Aber ja, die Größe, meine Güte. Also wenn das hier so mal, na komm her, wenn das hier so Formen annimmt, dann ist das schon echt beeindruckend, wenn man sich ja nachher vorstellt, wie riesig das ganze Ding wird. Sieht schon richtig cool aus und richtig groß. Am Anfang, wenn man so die erste Schicht baut, dann fand ich etwas beunruhigend, wie viel Flex da drin war. Also wie sehr man das hier nochmal durchdrücken konnte, weil sich alles ein bisschen gebogen hat. Aber je mehr man dran baut, desto mehr gibt sich das Ganze. Also wenn ich jetzt mal drauf drücke, man sieht, ein bisschen Flex ist da immer noch drin, aber es wird schon weniger und da kommen ja noch mehr Schichten drauf. Von daher denke ich, wird sich das auf jeden Fall noch geben. Ja, schaut mal her, ganz schön bunte Geschichte. Da ist alles Mögliche mit dabei. Platten über Platten über Platten. Das ist jetzt der von mir schon oft beschriebene Plattenbau der Enterprise. Also sowas findet man sonst, glaube ich, nicht wirklich oft. Und noch bin ich gar nicht fertig mit der Geschichte, denn ich war hier an diesem Punkt, habe hier diese ganzen Platten. Man sieht, es werden auch eine ganze Menge verbaut pro Bauschritt. Allein hier in dem zum Beispiel 8 Stück von diesen. Also das sind die hier. Allein davon waren schon mal 8 Stück. Dann 2 davon, 4 davon und so weiter. So wächst hier das ganze Konstrukt heran. Aber hier geht es noch weiter.
mit Platten und da kommen noch ein paar mehr und noch ein paar mehr und noch ein paar mehr und dann noch unten ein paar und unten noch ein paar und schaut mal, noch ein paar Platten dran und noch ein paar Platten und dann geht's mal mit Steinen los. Also ein bisschen muss mein Daumen hier noch weiter leiden und die harte Arbeit mitmachen, aber das Ergebnis wird sich schon lohnen. Übrigens, wir sind auf Seite 68. So, jetzt geht's weiter. Pizza ist fertig. Die Rundung ist ziemlich perfekt geworden, würde ich mal sagen. Schaut euch mal das Ding an. Hat wirklich die Größe von einer guten Tiefkühlpizza. Hier sieht sie auch schön aus. Schön einfarbig, meine ich fast. Also schön grau, hell und dunkel. Und auch die Biegungen haben sich mittlerweile erledigt. Sieht alles sehr nett aus und von unten immer noch richtig bunt. So, aber das wollte ich euch jetzt gar nicht unbedingt zeigen, denn der nächste Bauabschnitt, der, schaut mal her, ich brauche von dem Teil hier 40 Stück. 40 von diesen Doppel-2x2-Nupsis, also mit Noppen auf beiden Seiten. Und die werden jetzt alle hier da unten drunter gedengelt. Ach, meine Daumen. Naja, egal. Muss sein. Weiter geht's. Auf jeden Fall schön rund, schön groß. Macht Spaß. Wir sind jetzt auf Seite 79. Meine Finger tun richtig weh und so sieht die Untertassensektion jetzt aus. Wir haben also hier ganz viele Bricks, ganz normale Steine drauf gebaut, die allerdings immer noch mal verstärkt wurden und ein bisschen aufgebohrt wurden sozusagen. Also hier sieht man es, ein normaler Stein, dann eine 2x2er-Platte drüber und diese Doppelnoppensteine nochmal drunter. Und das haben wir bei ganz, ganz vielen gemacht. Also bei allen grünen, die man hier sehen kann, bei allen schwarzen und auch bei allen grauen. Also hier ist nicht Stein, Stein, sondern erstmal alles zusammenstecken. Jeweils eine dreifache Ausfertigung und das zigfach und dann hier in Position bringen. Bringt aber deutlich, deutlich Gewicht einmal hier rein und natürlich auch ordentlich was an Steifigkeit und Festigkeit. Das merkt man ganz deutlich. Die Untertassensektion, die ist jetzt total plan, da biegt sich nichts mehr hoch und ist dann auch fertig für den nächsten Bauabschnitt. Denn hier im Inneren sind wir nun fertig. Jetzt geht es beim nächsten Mal daran, dass wir hier den äußeren Ring zusammenbauen, wo dann auch diese ganzen bedruckten Slopes drankommen mit den Fenstern. Und das wird dann beim nächsten Abschnitt einmal hier rundherum gesetzt. Aber für heute soll es das gewesen sein, denn das hier war wirklich anstrengend, muss ich sagen. Es war repetitiv und es war anstrengendes Bauen, hat aber dennoch Spaß gemacht. Und ich bin von der Größe hier immer noch geflasht, wenn ich mir das mal so nehme und einfach mal hier provisorisch dran halte. Oh Gott, das wird ein Riesenteil. Also das macht wieder, ich würde mal sagen, verdoppelt die Größe direkt nochmal von dem bisher gebauten. Aber all das gibt es im nächsten Video, Freunde. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns hier beim Abschnitt Nummer, 5, glaube ich, der USS Enterprise.